Ja, servus, hier ist Kai. Ich stelle euch heute mal eine Lampe vor, eine Arbeitslampe von Heidi. Ich zeige euch die gerade mal. So, ja, das gute Teil wird geliefert in diesem Karton. Und ich habe mir die gekauft, da ich an meiner Tischbohrmaschine leider kein Licht habe und mir mit dieser Lampe sozusagen helfen möchte. Jetzt werde ich euch vorführen, wie diese Lampe funktioniert, dass ihr euch auch davon mal einen Eindruck verschaffen könnt. Ich mache die jetzt einfach hier mit dem Magneten, der hier vorhanden ist, auf meine Bohrtisch fest. Zack, geht auch ziemlich schnell. Dann ist hier vorne eine Lupe. Mit dieser kann ich den Lichtstrahl bündeln, so dass es sehr genau an einen bestimmten Punkt strahlt. Ich zeige euch das jetzt, wie das funktioniert. So, dann werde ich mal den Stecker in die Lampe machen, in die Steckdose stecken, damit ich euch das Ding auch vorführen kann. So, alles klar. Ich habe hier was vorbereitet. Ich habe hier ein kleines Stück Metall. Da müsste ich ein paar Senklöcher bohren. Nichts Wildes. Und werde euch jetzt die Lampe mal einschalten. Mit Lupe seht ihr hier unten auf dem Tisch, wo genau der Lichtkegel sich befindet. So, dann mache ich einfach mal meine Maschine an. Wenig Drehzahl. Und bohre euch hier mal gerade eben ein Loch. Ja, der holt sich. Ja, es ist ein bisschen scheiße mit einer Hand, aber ich versuche mein Bestes, um euch das mal zu verdeutlichen. So, das war jetzt nur mal zur Veranschaulichung. Jetzt werde ich diese Lampe mal so einstellen, damit ich den vollen Lichtkegel zur Verfügung habe. Und man sieht, ich sehe mehr. Ja, es ist wieder klar, ich habe nur eine Hand, deswegen verzeiht es mir bitte, dass ich hier immer wieder etwas nachsteuern muss. Und mein Senker scheint ja auch nicht der schärfste zu sein. So, das sollte reichen zur Veranschaulichung. Wie gesagt, die Leuchte hat einen Magneten. Ich werde diese jetzt ausschalten und werde euch noch mal kurz zeigen, wie ich vorhabe, diese auf meiner Werkbank zu befestigen. Ja, scheiße. Eine Hand, wie gesagt, scheiße. So. Dann habe ich vor, mir diese Lampe hier hinsetzen zu können. Und dafür auch die Senklöcher. Des Weiteren ist zu dieser Lampe dabei so ein Fuß, den man dann hier individuell an die Werkbank machen kann. Wie auch immer, wie euch das beliebt, so sieht das Teil aus. Werde ich nicht verwenden. Ich werde die Lampe nehmen und die dann später, wenn diese kleine Metallplatte hier fertig ist, hier dran befestigen. Magnet ist ziemlich stark. So, ich demonstriere das jetzt mal. Wenn ich den Stecker drin habe, so, ihr lieben Leute, da seht ihr meinen Schraubstock und gegebenenfalls das Werkstück, was ihr zu bearbeiten hättet. Sieht natürlich schon, man sieht wesentlich mehr.
und auch noch mal mit Lupe. So, in dem Fall ist das punktgenau dahin gerichtet, der Lichtstrahl, wo ihr ihn haben wollt. Und ihr könnt hier euer Werkstück, was auch immer, bearbeiten. Das war's. Vielleicht konnte ich euch eine kleine Entscheidungshilfe geben zu dieser Lampe von Hedy. Ja, dann viel Spaß!